neueste Produkt, was wir hier jetzt auf der Messe vorstellen, ist die Wimpernverlängerung. Dieses Produkt besteht. Guten Tag, mein Name ist Christine Recher. Ich bin von der Firma Recher Kosmetik, komme aus Deutschland. Unser Firmensitz ist in Velbert in der Nähe von Düsseldorf. Und wir vertreten hier in Tschechien zwei Firmen, und zwar einmal die Firma Wimpernwelle und die Firma Akaya. Ja, beides Firmen, die aus Deutschland kommen, und wir haben die Exklusivvertretungen hier in Tschechien. Es ist so, dass wir also hier in Tschechien die Distribution weitergeben. Wir haben hier Distributeure, die halt eben uns hier in Tschechien vertreten. Wir stellen hier auf der Messe aus, um die Firmen bekannt zu machen. Die Firma Wimpernwelle haben wir vor circa 2 Jahren hier vorgestellt, die Firma Akaya vor 1 Jahr. Insgesamt ist unser Unternehmen besteht seit 1994. Ansonsten sind wir auch in Deutschland tätig und vertreiben dort Kosmetik. Also die Firma Wimpernwelle ist Produzent und stellt halt eben die bekannte Wimpernwelle und entsprechend die Nebenprodukte her. Es sind zum Beispiel halt eben Farben oder Mascaras, es sind Eyeliner. Und das neueste Produkt, was wir hier jetzt auf der Messe vorstellen, ist die Wimpernverlängerung. Dieses Produkt besteht oder gibt es erst seit September 2011, ist jetzt auf der Wiesbadener Messe neu eingeführt worden auf dem Markt. Das ist so zu der Firma Wimpernwelle. Die andere Firma, die wir hier in Tschechien vertreten, ist die Firma Akaya. Das ist die Ampullenkompanie. Es sind Intensivserien, die halt eben in Ampullenform angeboten werden, werden in Deutschland hergestellt, genauso wie die Wimpernwelle, die wird ebenfalls in Deutschland hergestellt. Jetzt neu auf dem Markt sind hier halt eben neben Ampullen, neuen Ampullen, halt eben auch ein Serum, das heißt Merfane, und ein Enzympeeling, das heißt Dermapur. Beides sind Produkte, oder beide Firmen stellen Produkte und bieten Produkte an, die für den professionellen Gebrauch bestimmt sind. Es ist also einmal die Firma Wimpernwelle, die halt eben die Wimpernwelle anbietet, die halt von Kosmetikerinnen nur durchgeführt werden sollte, weil das halt eben eine Kenntnis erfordert, die professionelle Anwendung rechtfertigt. Beide Produkte werden von den jeweiligen Firmen selbst hergestellt, sind also Selbsthersteller, sowohl die Firma Wimpernwelle, die Wimpernwelle, und halt eben auch die zusätzlichen Produkte wie die Farben für die Wimpern und für die Augenbrauen herstellen, sowohl als auch die Firma Akaya, die auch Selbsthersteller der Ampullen oder der Serien ist. Der Vertrieb der Produkte erfolgt halt eben in Tschechien über Distributeure. Es ist einmal die Firma Studio Oliver, das ist die Pani Hradecká, die uns hier oder unsere Produkte hier in Tschechien vertritt. Sie ist ansässig hier in Prag, hat selbst ein Kosmetikstudio, aber vertreibt auch Kosmetik. Dann ist das Pani Jolana Janatová, Drogerie Janata in Hradnice. Und dann ist das die Pani Jehličková, aber den Ort, den weiß ich jetzt nicht. die Vertriebsschiene ist halt eben über die Distributeure einerseits, über der sämtliche Produkte von der Wimpernwelle und auch von Akaya bezogen werden können an Kosmetikerinnen. Die andere Vertriebsschiene ist halt eben, dass wir hier auf der Messe stehen, um die Produkte vorzustellen und anzubieten und präsent zu sein. Das sind so unsere Wege, wie wir die Wimpernwelle hier noch weiterhin bekannt machen möchten. Sie ist zwar schon bekannt, weil wir sie ja seit 2 Jahren anbieten, aber halt eben noch nicht so in dem Maße, weil natürlich auch Konkurrenz da ist, die halt da ist. Also es ist so, dass wir mit der Wimpernwelle vor 2 Jahren hier auf den Markt gekommen sind und es äußerst schwierig ist, weil natürlich hier schon die Marke, eine andere Marke, bekannt war und das natürlich eine Konkurrenz darbietet und es nicht einfach war. Aber inzwischen sind ja 2 Jahre vergangen und man sieht anhand des Absatzes, den wir hier jetzt erzielt haben,
dass man erkannt hat, dass wir eine sehr gute Konkurrenz darstellen und dass halt eben die Marke Wimpernwelle sehr gute Produkte produziert und vertreibt. Bei der Firma Akaya, die halt eben Ampullen herstellt, ist die Zeit auf dem Markt hier erst seit einem Jahr, sodass wir sie erst seit einem Jahr hier anbieten. Und es ist halt eben schwierig, so nach einem Jahr, weil ich denke mal, bezogen auf die Wimpernwelle, ist bei den Ampullen die Konkurrenz hier auf dem Markt größer. Und so, dass man das jetzt momentan halt eben nicht so, ja, nicht so sagen kann. Es ist einfach für, bezogen auf diese Art des Produktes, also auf diesen Kosmetikartikel, ist es schwierig, das jetzt zu beurteilen. Also ich habe einfach ein gutes Gefühl, dass die Ampullen hier gut ankommen. Wenn ich das aber jetzt mit der Wimpernwelle vergleiche, was also ein sehr spezielles Produkt ist, ist schon der Unterschied da und ich hoffe, dass das auch weiterhin wachsen wird. Bezogen auf den deutschen Markt ist es so, Wimpernwelle ist weltweit bekannt, ist also überall, also auf den Märkten weltweit vertreten und da ist es vielleicht ein bisschen einfacher als jetzt hier auf einem Markt, wo die Bekanntheit noch nicht so gegeben ist. Im Vergleich halt eben zu Akaya, die zwar auch bekannt sind, auch weltweit bekannt sind, ist es halt eben vielleicht schon noch ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Artikeln und auch Firmen. Also ich lebe in Deutschland und es ist für mich auch schwierig, das jetzt so zu vergleichen, weil ich halt eben nicht so die Erfahrungen bisher gesammelt habe. 2 Jahre ist auf der einen Seite eine lange Zeit, auf der anderen Seite eine kurze Zeit. Und ich würde sagen, jetzt in Bezug hierauf ist das vielleicht eine relativ kurze Zeit. Ich kann wohl sagen, dass halt eben seit der Einführung der Wimpernwelle wir schon ein Anwachsen festgestellt haben. Wie es sich weiterhin entwickeln wird, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, das weiß ich momentan noch nicht. Ich war ein Kind noch, als ich nach Deutschland gekommen bin und halt eben ja, in den ersten Jahren meiner Kindheit habe ich in Tschechien gelebt. Dann sind meine Eltern nach Deutschland übersiedelt und deswegen habe ich so ein bisschen noch in meinen Kindheitserinnerungen auch ja, bestimmte Vorstellungen oder bestimmte Ereignisse, die mir hängen geblieben sind, sodass das nicht so ganz fremd für mich war, als ich hier geschäftlich dann oder als wir hier geschäftlich zu tun hatten. Ja, aber ansonsten ist natürlich eine lange Zeit, die ich in Deutschland lebe und das dort kennengelernt habe und so ein bisschen auch natürlich so Vergleiche.